Hallo Freunde, Chris Natter von Swisschief HD hier und heute mit der 48. Folge von unserer Road to Glory. Ja, heute spielen wir Goldpokal, das Finalspiel. Das Finalspiel. Oh mein Gott, was für ein behinderter Deutschfehler von mir. Zumindest suchen wir einen Gegner. Ich hab's schon von mir. Ich hatte so das Gefühl, dass wir wahrscheinlich ein bisschen länger suchen müssen, bis wir den Gegner gefunden haben. Daher werde ich mich jetzt hier rausklicken und warten, bis wir den Gegner gefunden haben. Oder wir finden ihn gleich jetzt. Oh, super nice. Gleich jetzt den Gegner gefunden. Hatte das gleiche Wappen wie mir. Holy shit. Wir nehmen aber das FZ... Wir wollen das FZZ-Trikot nehmen, weil wir im Finale sind. Come on, nimm das andere. Nein? Okay, versteht mich nicht. Wir nehmen halt das Everton-Trikot. Oder er hat kein anderes, was gar nicht sein kann. Aber egal. Dann spielt er halt mit seinem AC Milan-Trikot. Er hat eine Bewertung von 84 in Serie A-Team. 3-4-3-Formation sieht man auch sehr selten. Aber was ich sehe, ist rechts viel Pace und links wenig Pace. Also zumindest mit Totti wenig Pace. Weil ich weiß nicht, wie viel Pace er hat, aber ich denke nicht, dass er über 50 hat. Aber all around wirklich ein sehr starkes Team, das muss man mal so sagen. Und wir versuchen natürlich gleich mal mit dem Kickoff. Glitch. Der Ball kommt. Ah, das wäre so geil gewesen. Final und dann Kickoff, Glitch und gleich funktioniert. Ist der Gegner jetzt schon time-wasten? Oh, sorry! Come on, Lampard! Ja, du bist nicht so schnell. Den holst du sicher nicht mehr. Aber es gibt Eckball, come on. De Bruyne mit der Flanke auf. Vidic, Vidic! Noch nie. Scoopten. Ballrollchop. Keine Roulette. Scoopten! Alter, Asaidi, verpiss dich doch, wenn ich schieße, Mann! Der hätte sogar vielleicht reingehen können, weil es vielleicht ein Abprall gegeben hätte und hinten ist sogar noch jemand gestanden von mir. Also das ist jetzt ziemlich ärgerlich. Aber jetzt läuft er! Was ist die? Come on. Rüber sweaten! De Bruyne! What the fuck, De Bruyne, Mann! Was soll das wieder für eine Scheiße? Ja, Diote? Auf Rooney? Ja? Diote! Rooney mit dem Lupfer! Ah, ich dachte, der Torhüter kommt raus. Ah, da war ich zu nervös. So, jetzt Diote! Diote! Millimeter! Millimeter am Tor vorbei. Jetzt kreieren wir ein paar Chancen. Das gefällt mir. Auch wenn wir bis jetzt noch kein Tor geschossen haben. Oh nein. Ja, die Flanke habe ich gesehen. Darum habe ich den Spieler gewechselt. Ah, oh, sehr schön, Diote. Asaidi. De Bruyne, Ballrolle, Scoop-Turn. Golasso! De Bruyne, 45 Sekunden. Oh mein Gott, der Ballrolle, Scoop-Turn war perfekt eingesetzt. Schauen wir uns nochmal an. Ballrolle, Scoop-Turn, Alcilini vorbei und dann mit dem Finesse-Schuss schießt er zum 1:0. Richtig geil. Vor allem sehr wichtig, dass wir noch 1:0 in Führung gingen. Jetzt einfach nicht 45 Minuten noch ein Tor kassieren. Einfach alles nur nicht das. Sondern dass wir das nicht machen, einfach langer Ball nach vorne. Jawohl, der Schiedsrichter pfeift ab. 1:0 steht's zur Halbzeit. Ich glaube, der Gegner hatte bis jetzt einen Schuss, vielleicht, wenn überhaupt einen. Er hat keine Schüsse, ja, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, weil er war nie gefährlich. Ich hatte 8 Schüsse, 6 davon aufs Tor. Und ein Tor haben wir geschossen, also die Dominanz ist hier ziemlich klar zu sehen, würde ich jetzt mal behaupten. So, Asaidi. Mit der Körperfinte zieht er hier vorbei, come on, zieh, wei! Wei, Asaidi, wei! Mit dem Berbaspin in die Mitte, Roule, perfekt vorbei, 2:0, Asaidi, was für ein geiler Skillrun, nice! Einfach ein McGee kurz gemacht, dann ein Roulette, dann sind wir schon in einer super Torposition zum Schießen und dann klatscht das Ding einfach rein. Nice! Goldpokal gleich beim ersten Mal, schaffen wir das. Also ich glaube nicht, dass wir die Partie verlieren, weil der Gegner hatte bis jetzt wirklich noch keine Chance. Also ich habe ihn wirklich dominiert.
wirklich dominiert. Kann man nicht anders sagen. Also es würde mich überraschen, wenn er auf einmal zurückkommen wird. Aber das sieht anders aus, nämlich Rooney. Auf und davon, Finesse-Schuss, 3 zu 0. Wayne Rooney, nachdem er mich am Anfang ein bisschen jetzt enttäuscht hat im Finale, schießt er doch noch das Tor, richtig geil. Also den Sieg lassen wir uns nicht mehr nehmen. So, jetzt Nani. Oh, hoho. Millimeter ab Tor vorbei. Das wäre es jetzt noch gewesen, Longshot reinzuklatschen. Ey. So, jetzt De Bruyne. Herrlicher Pass. Ah, Saidi, wie herrlich ist denn das? Herausgespielt. Heel to heel, nicht vorbei. Schade. Oh, jetzt Asaidi. Oh, sehr schöne Grätsche von Lampard. Asaidi mit dem Roulette. Oh mein Gott, was für ein schwacher Schuss von Asaidi. Der hätte reingehen müssen. Kevin De Bruyne. Auf Nani. Der macht einen Scoop-Turn. Ein Roulette. Übersteiger, Scoop-Turn. Das gibt Eckball. Da können wir natürlich gerne noch das 4 zu 0 schießen. Come on, Vidic. Oh, Vidic, jawohl, mit der 4 zu 0, Nemanja Vidic, was für ein krasses Tor von ihm. Und eine richtige Blamage für den Gegner, 4 zu 0 zu verlieren. Aber er kann nicht sagen, ich hätte Glück gehabt, weil er hat einfach keine Chance. Ich meine, wenn man nicht mal so viele Schüsse aufs Tor bringt, wie ich Tore mache, dann hat man es einfach nicht verdient zu gewinnen. Der nächste Ball geht auf Asaidi. Wird hier klar gezogen, es gibt einfach kein Foul, holy shit. Ich war ja 2 Meter, hatte 2 Meter Vorsprung, wird da vollgezogen. Der Schiedsrichter gibt einfach gar nichts. Ja, die Partie ist vorbei. Wir gewinnen das Finalspiel mit 4 zu 0. Gleich beim ersten Versuch haben wir es geschafft, den Goldpokal zu gewinnen. Wir hatten ja auch ein ziemlich gutes Barclays Premier League Team. Mit 4 zu 0 haben wir das gewonnen und wir sehen uns gleich beim Goldpack wieder. So, wir sind im Shop angekommen. 12 Objekte, 10 Gold, eines davon ist selten. Mal schauen, was wir hier drin haben. Ich glaube, auf dem Pack ist Tim Cahill. Ich könnte mich aber auch täuschen. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir ziehen João Pereira von Portugal. Ich behalte den mal im Verein. Aber ansonsten Verträge, die Modifikationskarte ist unsere seltene Karte. Yeah, super. Wir speichern alles im Verein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an der 48. Folge von unserer Road to Glory. Ich hatte es auf allen Fall, weil wir den Goldpokal gewonnen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!